möchte weiterhin der unabhängige Abgeordnete in Berlin sein, der nur nach einem gesunden Menschenverstand seine Entscheidungen in Berlin trifft. Deswegen kandidiere ich auf keiner Landesliste, sondern nur im Wahlkreis. Und das ist wichtig, dass ich den Rückhalt habe, dass wir in Zukunft weiterhin Politik machen können für unsere Wirtschaft hier vor Ort, vor allem für die Familienunternehmen. Thematisch stehe ich außerdem für eine gute Infrastruktur, die wir brauchen, und auch für ein gutes Bildungssystem. Wenn wir im Herbst eine bürgerlich geführte Bundesregierung kriegen, machen wir überhaupt keine Sorgen für die Zukunft. Wir brauchen eine Regierung, die dieses Land wieder zukunftsfest macht, die dafür sorgt, dass wir weiterhin Vollbeschäftigung haben, damit jeder Jugendliche auch einen Ausbildungsplatz kriegt und auch die Rentner ein einkommensicheres Einkommen praktisch in der Rente haben. Das sind vor allem Infrastrukturaufgaben. Da geht es um Verbesserungen bei der Autobahn, bei Bundesstraßen, beim öffentlichen Personennahverkehr, aber eben auch die Digitalisierung, Breitbandversorgung im ländlichen Raum, aber auch um Verbesserung des Schulangebots und auch der Einkaufsmöglichkeiten, und die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist auch eines der Themen, die jetzt anstehen. Ich habe einen sehr großen Newsletter-Verteiler, wo ich immer wieder aktuell informiere, und lade auch jeden Bürger und jede Bürgerin ein, diesen Newsletter zu abonnieren. Zusätzlich bin ich auf Facebook aktiv, tue ab und zu mal Veranstaltungen posten und dort auch Fragen beantworten, die mir geschickt werden.